Was geht Leute, Tactics ist wieder am Start mit einem erneuten GTA 5 Glitch. Heute mal kein RP oder Money Glitch. Das kann noch bis 1.16, dem nächsten Update dauern. Ansonsten immer bei Twitter reinschauen, mir auf Twitter folgen, weil da erfahrt ihr immer die neuesten Informationen. Zu dem heutigen Glitch, dafür müsst ihr einfach ganz einfach an den Strand, den sollte jeder kennen, zum Venice Beach, glaube ich, heißt der. Ich weiß gar nicht so genau. Dann sucht ihr nach so einen Surfbrettern und schmeißt sie dann um, indem ihr einfach die Surfbretter schlägt. Stellt euch auf und dann schießt ihr einfach an die Spitze und dann könnt ihr so auf dem Surfbrett irgendwie surfen. Ist eigentlich ganz lustig. Wurde mir von einem Abonnenten gezeigt oder gesagt, dass ich den mal machen soll. Und ich dachte mir einfach, ja, warum nicht? Ist eigentlich ganz lustig. Ich hätte es auch im Wasser probiert, aber im Wasser klappt das nicht so wie geplant eigentlich. Deswegen, das geht nur auf Land, auf der Straße. Ich weiß nicht, wie man das jetzt auf die Straße bekommt, aber es ist möglich, auf Sand auf jeden Fall auch. Dann stellt euch einfach rauf und schießt an die Spitze, solange die Munition noch reicht. Hier hat mir gerade die Apfelbombe geschrieben, mit dem habe ich dann auch danach rum ein bisschen gezockt und war eigentlich ganz lustig. Ansonsten, ja, das war es auch der Glitch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch mal einen Daumen hoch, das unterstützt mich sehr. Und ansonsten folgt mir auf Twitter, da erfahrt ihr mal die neuesten Informationen. Und wenn ich mal mit den Abonnenten zocken möchte, könnt ihr da einfach rauf und schauen. Ansonsten war es für dieses Video heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wie eben schon gesagt. Ansonsten ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.